Fräulein, haben Sie den vielleicht auch um 42? Hoi, Phil. Cluso. Was? Cluso? Nein, es ist schon lange nicht mehr Cluso, es ist nur noch Klaus. Ah ja, es ist Klaus jetzt. Ja. So, du bist also am Pöstele. Ja, also Pöstele. Ich meine, immerhin, die neue Linie von Armani ist rausgekommen, weißt du, für die Sommerkollektion. Das ist doch noch schön geschnitten, ist einfach, ja, sie haben jetzt halt meine Größe nicht, aber sonst. Also, du bist in dem Fall immer noch ziemlich auf dein Äußere bedacht, wie früher. Klaus, wenn du weißt, ich bin schon wert, gell? Ja. Sorry. Nein, ist nicht so gemeint. Phil, schau, auch früher, wenn ich am Anfang einen Spruch fahren lassen habe und so, du kennst mich. Locker. So gut. Ja. Ist vorbei. Du, hast du eigentlich irgendetwas von den anderen gehört? Weißt du, die anderen, die mit uns zusammen. Ja, ich weiss, welche anderen, Klaus. Und? Nein, ich habe nicht gehört. Am Samstag hat sie in dem Seal City drin immer hohe viele Leute. Hättest du nicht auch? Ja, weißt du, wenn du am Samstagmorgen kommst, dann ist es normalerweise ein bisschen ruhiger, aber die Leute kommen ja am Nachmittag. Schade, ich hatte am Morgen halt etwas zu tun gehabt. Aber von den anderen hast du wirklich nichts gehört. Komm jetzt, irgendetwas. Hallo? Klaus, nein, ich habe von den anderen wirklich gar nichts gehört. Auf jeden Fall nicht seit dem Thibaut. Seit was? Seit dem Thibaut? Ja, der Thibaut. Ja, wo ist er, der Thibaut? Du weißt. Ist er auf einer Weltreise? Ist er auf seiner Yacht, Thibaut? Klaus, der Thibaut, das ist doch kurz nachher. Weißt du, nachher. Hat er sich etwas? Klaus, weiss, es wäre mir wirklich recht. Momentan. Weiss, ich habe selber genug lang gebraucht, um drüber weg. Ja. Hey. Zwei Wochen nachher, wo wir uns da gesehen haben, ich bin wie ein Zombie durch die Straße gelaufen und ich habe nicht mehr gewusst, wer ich bin. Verstehst du? Klaus? Ja. Weißt du, jetzt gesagt, du hast zwei Wochen hast du. Ja, zwei Wochen lang. Oh, du Arme. Oh je, tut mir leid. Du Klaus, ich bin im Fall noch eine drei Monate bin ich in Therapie gewesen. Klaus, und, also ich sag dir, es ist, gerade wieder, weißt du, jetzt ist wieder gut gewesen, wer wieder ist, aha. Ja, okay. Klaus, sorry, du, wir müssen jetzt auch nicht weiter darüber reden, es ist jetzt, gell, geschehen ist geschehen und, passiert ist passiert. Und ich würde jetzt einmal behaupten, wir haben irgendwie alle etwas daraus gelernt. Ja, vor allem der Typo, gell? Ja, Klaus. Also ich kann jetzt sowieso nicht mehr länger bleiben. Wir haben heute Abend noch Gäste und ich muss noch posten und ja, ich muss auch gut zählen. Dann wünsche ich dir viel Spass mit deinen neuen Schuhen, gell? Okay. Und wir sehen uns vielleicht sonst wieder einmal. Ja, vielleicht. Ja, dann. Okay.
Ciao, Phil. Grüß dich, Klaus. Oh ja, und dann könntest du doch mir helfen, weißt du, bei mir im Garten. Du, ich wäre schon froh, wenn du mir ein bisschen helfen. Ich mache nicht mehr so gut. Und weißt du, den Garten möchte ich einfach, dass er schön wird das Jahr. Du, ich bin ja Mann und dann kommst du mal vorbei mit dir und dann kann ich ihm den Garten zeigen. Ach, um das geht es so. Ja, und ich fände es einfach schön, gar nicht so zwei, drei Kinder bei uns im Garten. Das wäre so schön, findest du nicht? Wie? Ja, so zwei, drei nicht. Wieso fragst du jetzt das schon wieder? Ich finde es einfach wichtig, dass du einen findest. Ja, ich kann dir helfen. Wir haben bei uns im Dorf einen neuen Böschler. Du hast ganz einen Beinen, sage ich dir. Und immer so pünktlich. Wirklich. Ja, das ist wichtig für einen Böschler. Was? Jetzt habe ich nicht gehört. Das ist wichtig für einen Böschler, dass er pünktlich ist. Ja, du, und jetzt wollte ich noch fragen, wie ist es mit deiner Hand? Ist das besser geworden mit den Bücken? Ja, das ist... Ja. Weißt du, schon, wegen du, das ist einfach wichtig. Saubere Haut gefällt dem Mann. Wirklich. Ja, das, ja. Wirklich, das ist, ja. Das ist wichtig. Auch ein Böstler wahrscheinlich. Ja, ja, sicher. Ja, total. Ich komme sonst. Ja, du, ich könnte sonst... Weißt, hast du das gehört? Ich muss gehen, es hat gerufen. Wer ist es? Der Böstler allweg. Ciao, Mutter. Ciao. Furchtbar. Ich kann den Vortrag halten, ich kann vor vielen Leuten stehen und ich kann auch total selbstbewusst wirken. Ich schaue mit dem Zittern. Nein, ich muss darauf achten, dass ich einen festen Stand habe und eine tiefe, starke Stimme. Ja, dann hören mir die Leute auch zu. Und ich will endlich allen erzählen, was ich jetzt monatelang am Schreibtisch mit der Restrukturierungsanalyse herausgefunden habe. Und ich will in der Bank aufsteigen. Und die Gehaltserhöhung möchte ich auch endlich bekommen. Und es geht. Es geht, dass mal nur ich im Mittelpunkt stehe und auch nur mich anschaut. Einfach schön tief schnaufen. Und es klingt. Weil ich kann, ich will, es geht, es klingt. Einfach wirklich das mit dem festen Stand, der tiefen, starken Stimme. Ja, wenn es doch mal wieder nicht so läuft und mir niemand recht zulässt, dann gehe ich ganz tief in mich hinein und sage: Sonja, Clara, du kannst das. Und rufe ganz laut: Bambule!
An den Bäumen wachsen schon die ersten Knospen. Ein Hund? Er zieht sein linkes Bein ganz leicht nach. Immer wenn jemand einen Espresso bestellt, steigt feiner Rauch aus der Kaffeemaschine. Die Kapseln sind goldig. Aber kein schönes Gold, mehr so Dreck. Gold. Ein BMW? Also, der Mann ist zu klein und zu dick für ein BMW. Clara, jetzt sagen Sie doch mal, wie viele Männer Sie in den letzten Jahren die Herzen gebrochen haben. Ich habe doch Karriere in der Bank gemacht. So schön. Ich habe halt mein Jehör. Ich habe halt mein Jehör. Oh, dürfte ich auch mal schauen, bei dir und dem Jörg. Das würde mich brennend interessieren, wie das bei euch so läuft. Oh, nein! Hey, ihr zwei, jetzt hört ihr aber auf Streiten da, gell? Oh, so. Mein neuer Käppli ist von Armani, Kollektion 08, gell? Oh, das gibt's aber bei uns im Bündnerland, aber... Oh, Klaus, ich habe gar nicht gesehen. Wieso sind ihr jetzt heute? Ich habe euch gar nicht so gesehen. Ich habe nein. Nein, weisst du, ich habe es nicht so gemeint. Ich bin am Zeichen für meine neue Geschichte. Hey, ihr zwei! Hör mal auf! Phil, dein Käppli, ich finde es mal schön, wirklich. Es ist im Fall vor Armani, gell? Nein, komm, es ist ein Witz gewesen. Ich mein, doch, sorry! So, jetzt erzählen Sie doch mal, wie viele Männerherzen Sie schon gebrochen haben. Nein, ich habe das nicht so gemeint. Bitte, ich mag dir das auch wirklich. Ich habe im Fall Karriere auf der Bank gemacht. Es ist im Fall vor Armani. So schön! Armani. Was kann hey, ich denn noch sagen? Es tut mir leid und ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es mal gemeint. Meine Jöhn. Ich habe es mal gemeint. 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 So. Jetzt erzählen Sie doch mal, wie viele Menschen Sie schon gebrochen haben. So. Lieber Phil, lange haben wir uns nicht gesehen. Ich habe jetzt
endlich dieses Buch geschrieben, von dem ich dir immer erzählt habe. Letzthin, da habe ich Thibaut getroffen. Und weißt du was? Er lädt uns alle in sein Landhaus ein. Hilfst du mir, die Adressen der anderen zu finden? Liebe Grüße, Sophie.
Jetzt ist der schon wieder so kurz. Also irgendwie passt das noch nicht so. Weißt du, ihr müsst einfach denken, er ist der Held dort oben. Steh mal auf, mach mal bitte Held. Held, ja, okay. Gut. Weißt du, er ist dort oben die Luft für die Leute, wirklich so. Und sie ist völlig kalt. Kannst du mal dann Halt machen? Gut. Nein, anders kalt. Weißt du, ich meine, die heutigen Kids, die sind ja immer in dieser virtuellen Welt, oder? Ich sehe das eben so wie so eine App setzt dann sie und dann jeden Monat eine neue Welt. Chatran, die neue Welt! Ja. Und weißt du, das irgendwie können wir dann das jeden Monat so downloaden. Immer so downloaden. Ich nein. Also sie wird in diesem PC von 25 gehen. Mach mal. Ja, und er hält. Du musst Held. Ja, so, aber so ist das im Fall. Ja, bleiben. Ich sehe das. Das kommt jetzt gut. Ja. Weißt du, und dann, die werden das lieben, die Jugendlichen. Nein, wir sagen nicht mehr lieben, wir sagen liken. Die liken das und liken das und liken, liken, liken. Das wird so eine Facebook-Community. Und dann wirklich so, Chatran, die neue Welt, gezeichnet von, illustrated by Sora Sora. Und dann, dass immer mehr Leute liken, das wird so ein riesen Ding, weißt du? Und dann irgendwann, wenn dann das so gross ist und alle Leute kennen schon dran, dann kann sogar wird Google auf das aufmerksam. Und ich meine, die haben ja mega viel Geld bei Google. Und dann kann ich das vielleicht mal da von O, dann sind ihr die O von Google, mach mal O. Nein, anders O, anders. Das wird so eine riesen Sache. Oh. Ich habe nicht so viel Zeit jetzt zum Reden oder Hören. Ah, okay. Ja. Wann gehst du? Also, ich gehe zum Nachbarn, was für sie füttern. Oh, du, ja. Aber wirklich? Ja. Wie alt ist denn der? Wer das eigentlich für dich? Der ist etwa 70. Ah, okay. Und vielleicht hat er einen Sohn? Nein, nur ein Büsi. Ein Büsi, ja. Ja, herzig, aber... Du weißt, gar, ich finde schon, du musst jetzt ein bisschen Führerschein machen. Ja. Sonst findest du keinen mehr. Das täte dir schon gut, so einen Mann, weißt du? Oh, und ich würde mich auch freuen, wenn wir endlich wieder mal zu dritt am Tisch würden. Ja, das wäre schon mal lässig. So, wie ist deine Bütteli? Ja, die kommen und gehen und sind mehr am Gehen als am Kommen. Du, das ist gut in der Bösten. Du, das ist wirklich ein netter Mensch. Ich habe gestern mit dem geschwätzt und der würde dir gefallen, Garmin, das sage ich dir. Aber mit einem Hut musst du schauen. Weißt du, auch Böschler haben schön gerne saubere Gesichter. Und die Gräme von der Annabelle ist ein Möschterli, die bringt, die könntest du schon schnell, das wäre etwas. Ja. Das wäre wirklich gut. Ja, das ist okay. Ja. Ich komme dann schon mal die Gräme anschauen. Ja, das, ja. Oder du kannst doch um die 11 Uhr kommen. Weißt du, er bringt Post immer um 11 Uhr. Am 11 Uhr geht nicht, dann muss ich mal das Büssi füttern. Aber ich komme sonst ein anderes Mal. Ja. Jetzt hör mal. Hast du den Garten? Hä?
Der Garten wartet auch. Ja, aber jetzt muss ich gehen. Hast du gehört von der? Es hat gerade die Musik gemacht. Nein, ich los! Ich höre es. Ich muss gehen. Jetzt. Tschüss. Heinz, könnten wir das Licht von vorher noch mal eines haben? Dann nimmst du das andere. Mit mehr. Ja. Gut. Ja. Ja, Moment. Warum? Da wie sehe ich, steht da noch nichts, was sieht. Hopp, da die Grosse kommt in die Mitte. Die Kleine am Rand. Jawohl, da vorne. Wo ist der andere? Ist der andere? Da vorne, in den Kegel rein. In den Kegel. 2 Minuten und ich könnte die Türen öffnen, gell? Okay, ja. Okay. Jawohl. Ich könnte es öffnen. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Herbstlesungszyklus Texte, Visionen, Literatur. Wie auch letztes Jahr, wieder dieses Jahr rein ist in der Aula vom Schulhauskinomatik-Zug. Guten Abend. Ja, die von Ihnen, die das Programm Eftli bereits studiert haben, die wissen es. Es geht um junge Werke, Erstlingswerke und junge Literatur. Und natürlich möchten wir auch ganz herzlich unseren Sponsoren danken, der Raiffeisenbank Hülleberg, für die grosszügige finanzielle Unterstützung, Bäckerei Bossen für Gipfeli und natürlich nicht zuletzt am Schulhaus Kielemat, wo wir ja seit 5 Jahren die Lesung halten dürfen. Ja. Jetzt, heute Abend, dürfen wir unsere Ohren am Talent von der jungen Autorin Sophie Bachmann schenken. Frau Bachmann! Ja. Grüezi! Nehmen Sie bitte Platz. Ja, jawohl. So, Frau Bachmann. Jetzt, das ist ja Ihr Erstlingswerk, nicht wahr? Ja, und weil es ja eigentlich, man kann dem ja sagen, es ist ja jungfräuliche Literatur, nicht wahr? Dann würde uns natürlich besonders interessieren, ja, Frau Bachmann, wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Ja, also ich hatte schon immer eine grosse Begeisterung für das Wort. Und das Wort auch festzuheben auf Papier. Ja, ja, ja. Also ich spüre das selber ganz, ganz stark, Ihren Sog zum Wort als Medium, sich transzendent hinwegsetzen über jegliche Norm in der Literatur, nicht wahr? Und die Textpassage, eine Schlüsselpassage, die wir jetzt gerade hören dürfen, wird vortragen von diesen 3 Lesern. Und Sie werden es merken, Frau Bachmann schafft Realitäten und sie schafft es uns als Leser zu entführen in diese Realitäten. Zum Teil auch ein bisschen düstere Realitäten, nicht wahr? Aber trotzdem packend, ungehörig packend, jawohl. Ja, jetzt im Anschluss an die Lesung, liebe Gäste, dürften Sie wieder eine Frage stellen. Und es ist dann so, Frau Bachmann wird dann da bleiben und sie wird Antwort geben. Wie immer. Es wird also bestimmt wieder eine ganz spannende Diskussion geben. Ja. So, wir sind soweit. Ich darf jetzt zu dieser Passage überleiten vom Buch mit dem Titel Zu Hause. Viel Vergnügen. Mutter und Vater sitzen in der Küche. Da steht ein Holztisch. Die Mutter ist dabei, den Teig für ein Brot auszuwallen. Sie beißt sich immer und immer wieder auf die Unterlippe. Es steigt eine kleine Mehlwolke auf. Der Vater sitzt am Kopfende. Sorgenfalten furchen seine Stirn. Er hält ein Messer in der Hand, über dessen Klinge er immer wieder mit den Daumen fährt. Mutter? So, wenn ich das Brot im Ofen habe, gibt es Abendessen. Den Rest vom Linseneintopf von gestern. Wo ist Sandra? Sie sollte mir doch beim Brotbacken helfen. Sie hält kurz inne und blickt über den Tisch hinweg zum Vater. Nach einer kurzen Pause sagt dieser langsam, ich musste ihr wieder mal klar machen, wie er hier das Sagen hat. Er prüft, ohne aufzublicken, weiter sein Messer. Die Mutter blickt gehetzt. Ach, das arme Kind. Diesmal wollte sie sich partout nicht ausziehen, als sie baden sollte. Sie hat geschrien wie am Spieß. Ich musste ihr die Kleider geradezu vom Leibe reißen, um sie in die Badewanne zu stecken.
Die Mutter hält mit dem Walholz inne und seufzt. Dabei habe ich ihr doch schon tausendmal gesagt, dass sie tun soll, was man von ihr verlangt. Dann sagt sie mit Bestimmtheit. Und sie weiß jetzt, wie das geht mit diesen Blutwindeln. Ich habe es ihr erklärt. Sie weiß Bescheid. Ja, das weiß ich. Nur diesmal ist es etwas komplizierter. Der Vater blickt sorgenvoll. Sein Gesicht bekommt etwas Hartes. Die Kieferknochen treten hervor. Ich will doch nur das Beste für meine Tochter. Ja doch, das wissen wir. Aber was ist denn passiert? Der Vater zögert. Dann sagt er laut. Sie hat andauernd geschrien. Danach wollte sie sich nicht abtrocknen lassen und hat wieder geschrien und um sich geschlagen. Er macht eine Pause. Die Mutter blickt ihn an und ihre Stimme zittert. Und dann? Dann habe ich sie in den Garten, an die frische Luft gestellt, damit sie trocknet. Doch nicht wieder in den Garten. Es ist Winter. Du erinnerst dich doch ganz genau, was es für eine Katastrophe war, als sie sich im letzten Winter diese Lungenentzündung holte. Ja, ja, ich weiß. Ich will nicht, dass sich die Nachbarn oder gar die Lehrerin nochmals bei uns melden. Die Mutter ist dem Weinen nah und gibt sich empört. Aber das alles weiß ich doch. Und deshalb habe ich sie auch zwischen die Büsche gestellt, wo es etwas windgeschützt ist. Die Mutter seufzt erleichtert. Ach, zum Glück. Da lassen wir sie, bis ihre Haare trocken sind. Sie nimmt ihre Arbeit mit dem Teig wieder auf und knetet ihn gut. Ich hoffe, es wird ihr diesmal eine Lehre sein. Dem Vater soll man nicht widersprechen. Das dumme Ding. Ja, sehr schön. Ja, danke unseren drei Lesern. Herzlichen Dank. Frau Bachmann, packet, jawohl. Packend, Entschuldigung. Ja, jetzt sind wir also soweit, liebe Zuschauer. Jetzt ist Sanine, Sie dürfen jetzt Fragen stellen. Fragen Sie ungeniert, was Sie gerade interessieren würden. Frau Bachmann, Sie bleiben noch da. Ich freue mich auf die spannende Diskussion und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Frau Bachmann, ist das Buch autobiografisch? Nein, das ist natürlich nicht. Man muss in der Literatur Protagonist und Autor ganz klar trennen. Frau Bachmann, ich habe aber gelesen, Sie sind ebenfalls auf dem Land aufgewachsen. Ist das richtig? Ja, das ist so. Ich bin vom Land aufgewachsen und natürlich habe ich auch das Gefühl vom Land in das Buch einfließen lassen. Natürlich, ich verstehe mich als zeitdokumentarische Autorin, wo... Frau Bachmann, Ihre Eltern, was haben denn die zu dem Buch gesagt, wo Sie das rausgegeben haben? Meine Eltern, die leben beide schon länger nicht mehr. Vor allem mein Vater ist sehr früh gestorben. Aber ich habe auch vorher einen grossen Kontakt gehabt zu ihnen. Frau Bachmann, warum haben Sie denn den Kontakt abgebrochen? Ja, wieso damit so ist? Es geht um Selbstbestimmtheit. Frau Bachmann, ist das Buch eine Art Therapie für Sie? Ja, also, nein, so trivial ist das natürlich nicht. Ich meine, natürlich, im Schreiben tut man auch Sachen einflüssen an, wo einfach... Frau Bachmann, ich würde ja doch gerne wissen, woher haben Sie denn überhaupt die Inspiration für das Buch genommen? Das ist Fantasie und aus Zeitungen, die ich gelesen habe. Und wie, Frau Bachmann, würden Sie Ihre eigene Beziehung zu Ihrem Vater beschreiben? Also, ich weiß jetzt nicht so genau, was das... Also, Frau Bachmann, so etwas kann man ja nicht schreiben, wenn man das nicht selber erlebt hat. Thank you.
die Pfeife habe, brauche ich überhaupt keine Happy Pille mehr. Viel Hand. Da haben wir eine Philatelie. Und eine Philosoph. Und eine Filigrane. So einen Tabak darf man ja nicht einfach so in die Pfeife stopfen und anzünden, oder? Ich tue ihn immer ein bisschen durchsetzen mit Bananenfasern. Das kennt man so aus der Pfadi-Zeit. Ein paar Tropfen Zitronensäure einbringen. Und dann so bei etwa ja, 12 Minuten lang so beim 210 Grad vorgeheizten Backofen schön Brünselrauch. Das Aroma, das sich dort entfaltet, aber die ganze Wolke. Aber einfahren tut das natürlich nicht. Ah. Dafür habe ich ein kleines Geheimrezept. Ohrentropfen. Das hat Lysergsäure-Trihylamid drin. Das ist 3. Das ist 50% stärker als herkömmliches LSD. Und legal. So schön. Heute Abend ist noch Party und Kronos nicht. Ah, das wird wieder geil. Ich bleibe dort wahrscheinlich etwa so. 5,5 Stunden. Dann muss ich natürlich die Wirkung entsprechend nach oben korrigieren. Also das bedeutet etwa Faktor 7,6. Und das tue ich meistens machen mit ein Flohpulver aus dem Theaterladen hier unten. Auch legal. Und noch günstig zu allem. Oh, da hast du den Krieger für die ganze Party. Was? Nur. Herrlich. Das Aroma. Die Entfaltung. Die Wirkung.
Hoi, Sunneschi. Ich bin der Jörg. Hm. Bist du schon wach? Ja. Aha, ja. Legst du so gut, deine Stimme zu hören? Was bist du gerade am Machen? Nicht so viel. Und du? Ich? Ja. Ja. Also, ich denke an dich. An mich? Und ich fahre schon den ganzen Morgen. Ich bin so berührt von unserer Begegnung von gestern. Ehrlich? Ja. Als ich gestern heimgekommen bin, musste ich einfach mal einen Moment lang her sitzen. Und dann habe ich einen feinen Tee gemacht und einfach noch mal den wunderschönen Abend durch den Kopf gehen lassen. Wirklich? Ja. Oh. Und was, also, was hast du denn so gedacht? Denken? Ja. Ja, ja, weißt du, also wenn es um dich geht, dann denkt es bei mir eigentlich nicht mehr. Warum? Dann spüre ich nur noch, verstehst du? Ah, und ja. Das, was ich spüre, ist so sagenhaft intensiv. Du bist eine Frau, die mich berührt, bis zu innerst in der Tiefe von meinem Wesen. Ehrlich? Und ich will dich nicht mehr als einfach dich in meine Arme nehmen und nie mehr loslassen. Ja. Ach, das habe ich schon so lange mal wollen. Ja. Ja? Und du bist einfach die Richtige für mich. Die Frau, die ich gesucht habe. Wow. Schon immer. Ja. Und ich will dich. Wie sagt man? Das nicht, was meinst du? Also, ich will dich dein Fels sein in der Brandung. Oh. Und dein Wasserloch in der Wüste. Oh, warte, Entschuldigung, warte. Wasserloch? Ja, in der Wüste. Ich will dich auf meinen Händen tragen. Ah. Und, ja. Veronika, bist du noch da? Ja. Ah, da bin ich wieder. Ja. Ich habe den Schiss überkommen, Moment lang. Ich auch. Du, sag mal, was meinst denn du? Wie geht's denn dir, sag? Gemischt, also, ja, ich bin ein bisschen nervös. So, das macht mich ein bisschen unsicher, jetzt, das, so ein bisschen kribbelig, das kann noch nie so etwas erlebt wie jetzt das mit dir. Du musst dann alle sitzen. Ja, du auch nicht. Ja. Ja. Du, aber gestern so eine Scheisse, sag, ja. Ist es dir auch so eingefahren wie mir? Ich nehme es an, ja. Ja. Ich muss dich unbedingt wieder sehen, sobald wie möglich. Ja, ich will dich auch gerne sehen. Es wäre spannend, ich habe mal total viel Zeit, weil es für sie muss ich nicht mehr füttern. Du hast Zeit? Ja. Ja, aber du hast doch... Du fliegst jetzt also doch nicht an die 10-tägige Konferenz, die gestern gesagt hast. Oh, nein. Ja, nein. Das ist ja fantastisch. Ich brauche mich. Ja, dann möchte ich dich unbedingt wieder sehen. Ja. Du, und ja. Darf ich dir noch etwas sagen? Ja. Das Kleid, das du gestern angehabt hast, mhm. Das war so schön. Wirklich? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eigentlich eine total erotische Ausstrahlung hast? Also, du meinst jetzt mich? Ja, ja. Also, aber gell, Veronika, verstehst du mich jetzt nicht falsch? Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die einfach ins Bett kriegen können und zack, zack, bum, bum, bum. Oh, nein, nicht zack, zack, das habe ich nicht. Nein. Ich möchte einfach mit dir zusammen sein. Ja. Du inspirierst mich mit allem, weißt du? Ja. Humor und deinem Lachen. Ja, unsere Diskussionen. Ja. Leck, du haust mich um. Ja. Muss dir jetzt das gerade sagen. Ja, wenn das ist es unbedingt schön. Wieder gesehen. Ja? Ja. Und vielleicht, wenn wir uns sehen, lass ja nochmal das sexy Kleid auch für mich, ja? Ja. Also, meinst du jetzt das Kleid? Oh, kurze, ja. Sexy kurze, grüne. Wieso grün? Das von gestern halt. Ja, aber jetzt, Veronika, komme ich nicht ganz draus. Das ist doch schwarz gewesen. Ich muss dir jetzt etwas erzählen. Der Kleid ist total spannend, weil das ist eben so speziell genäht. Es hat so Fasern in die eine Richtung grün und in die andere Richtung ganz schwarze Fasern. Und das macht jetzt manchmal grün und manchmal schwarz und je nach Licht. Und wenn es unterschied ist, ist es eben grün. Und dann Kerzen, nein, andersrum. Aber also wie Kerzenlicht im Restaurant, dort sieht es eben grün aus, nicht schwarz. Veronika? Ja? Bist es du?
hast schon welches Kleid, du Mädchen. Das ist eben, jetzt habe ich doch gerade gesagt, ja, das ist mit dem Kleid noch speziell. Ja. Verstehst du? Das, und bei den vielen Zömmlisten, wir sind doch essen. Hallo, Jörg? Jörg? Bist du noch da? Das ist ein guter Moment, um dir jetzt mal etwas zu erzählen. Dann kannst du jetzt mal hören und nicht immer noch schwätzen. Ja. Geht das? Ja. Das Brückeli und allem. Los jetzt. Ich erzähle dir mal, wie das so ist mit mir und diesen Männern. Weißt du, das sind gar nicht Männer, es ist nur ein Mann. Es gibt das schon ganz lange. Ich habe schon lange einen Freund. Das total lang. Der heisst Jörg, heisst der. Ja, Jörg mit Ö und nicht Jörg mit Ö. Das ist ihm total wichtig. Und weißt du, was das sagt? Das sagt mal etwas ganz Schönes. Das sagt, er sagt, wie sagt er? Ah, oh, er sagt, er sagt, mein Fels in der Wüste und mein Wasserloch in der Brandung, sagt er. Und er sagt auch, er trage mich auf Hände, Mutter, stell dir vor, auf Hände. Der hat so grosse, starke Hände, die viel können tragen, die Jürgen starke Hände. Er ist eben schon immer da, nur grosse Jürgen starke Hände. Und weißt du, was alles ist? Es ist im Gleichen, ich meine, die Böckeri haben und wo die Böckeri sind, das ist im neuen Jürgen Gleichen. Weil ich gefalle ihm, sagt er. Und er sagt auch, ich habe Jürgen rot. Die ist in Ausstrahlung gesagt, besonders in dem grünen Kleid, das ich gestern hatte, wo wir im Jürgen-Restaurant gegessen haben. Und Mutter, der ist also das Beste, was mir hat passieren konnte, sage ich dir. Ich fühle mich Jürgen wohl mit dem Jürgen. Und es ist mir ehrlich gesagt, Jürgen, egal ob dir am Jürgen seine Nase passt oder nicht. Und es hat mich schon lange mal unter den Fingern gegeben, Jürgen, dir das alles mal zeigen. Und weißt du was, wie viele Kinder da mal in deinem Garten rumjürgen. Und eben wieder mal zu Jürgen am Tisch jürgen und zusammen jürgen. Das ist doch mir so ein Jürgen wie breit. Und deine Jürgen-Creme, die kannst du meinetwegen in den Pöstl schenken, dann kann sie sich Jürgen. Gut, hat eine Jürgi Frau, die haben sie noch Jürgen kann brauchen. Mutter, du musst endlich mal dein Leben allein haben und mich in Jürgen lassen. Ade, ich wünsche dir einen Wunder-Jürgen-Tag. Jürgen macht es möglich. Ui, nein, so geil. Komm, wir wollen ein magisches Wächen beisammen. Ja, en Jörg muss es sein.